Im Nachhinein weiß man natürlich, während man Fehler schießt, dass zwei zu viel sind. Aber für mich war es heute wieder ein Schritt nach vorne. Wenn man die verkorksten Rennen vorher gesehen hat, die drei, war es heute wieder ein kleiner Schritt nach vorne. Und muss auch mal mit so einem Rennen zufrieden sein, sich vorne trotzdem aufzuhalten, auch mit zwei Fehlern. Läuferisch ist es wieder deutlich besser gegangen wie zuvor die Tage. Und das stimmt mir jetzt optimistisch das Wochenende, was man kommt. Gemischte Gefühle. Ich habe mich am Anfang läuferisch sehr gut gefühlt. Da sind die Fehler beim Schießen passiert. Und bei den letzten zwei Schießen hat es am Schießstand funktioniert, aber beim Laufen nicht mehr so ganz. Es war heute alles so ein bisschen hin und her. Ich kann am Ende nicht ganz zufrieden sein, aber wenn ich bis jetzt die WM-Rennen so nochmal reflektiere, bin ich dann trotzdem ganz zufrieden. Ja, eigentlich ganz kein schlechtes Rennen, aber einfach mit drei Fehlern ein bisschen viel. Da hat man keine Chance. Vom Laufen habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt. Konnte ganz gut das Tempo durchziehen. War, wie gesagt, ähnliche Leistung wie im Sprint in der Verfolgung. Halt nicht schlecht, aber es reicht halt einfach nicht für ganz vorne. Da fehlt halt immer so ein Stückchen. Aber das Positive, was ich heute rausziehe, ist, dass es im Laufen ganz gut funktioniert, dass ich eventuell genug Punkte für den Massenstart habe. Das heißt, noch ein Einzelrennen mehr, eine Chance mehr. Und ja, weiter geht's. Tag.